Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together, Orcs Must Die 2. Ich bin ClassofLP und bei mir ist wieder Session. Hallöle. Und wir spielen den zweiten DLC von Orcs Must Die Familienbande und dann geht's sofort los. Rush Hour. Oh, Robot Entertainment liebt euch alle. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Erstmal wieder dran gewöhnen. Und was kommt denn da so für Zeugs? Kommende Gegner. Mittelschwerer Orkrieger, Hobgoblin-Heider. Hobgoblin-Schamane, Gnolljäger, schwerer Ork. Okay. Och nee, Sumpftrolle, nicht schon wieder. Ich mag die einfach nicht. So, was nehme ich denn hier? Wo ist das da? Und dann die Säuresprüher. Eisfallen. Ach ne, ich wollte die Bogenschützen diesmal mitnehmen. Rückwerfer. Was hatte ich denn noch? Ach ja, genau, die Bärenfallen und die Bogenschützen. Ich brauch's keine Bogenschützen. Okay, hast du schon. Ich habe Bogenschützen, ich habe sie auch schon Ja, geupgradet. ich hab Paladine. Oh. Ja, dann haben wir eben beides. Kann sich gegenseitig helfen. Wo kommen die jetzt überhaupt raus? Nur da? Erstmal, ja. Ja, dann setze ich noch nichts, oder? Vielleicht doch, warte mal noch kurz. Kann die ja wieder verkaufen, wenn es sein muss. So. Oh, der glitscht hier so ein bisschen durch die Wand. Da haben sie den DLC ja richtig gut durchgecheckt. Who cares? Ja, was soll's. So, ich habe keine Punkte mehr. Auch nicht. Bum, Und so bum. beginnt es. Glühende Kohlen. Lalalala. Sie brechen durch! Bam. Oh, da ist er ja schon. Er ist auch schon wieder meiner. Die überhaupt wieder durchkommen? Das erste bisschen. Jetzt lädt er wieder auf. Hier ist übrigens Mana, falls du es brauchst. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. Jetzt auf der anderen Seite, das dachte ich mir fast. Ja. Auf geht's. Ist es nicht hier? Nein, ich bin auf der falschen Seite. Es gibt vier Eingänge, sprich, du bist. Ja, wir werden die bald ver. Jeder muss zwei kriegen, aber jetzt erst. Ja. Ach so, jetzt kommt sie schon durch den anderen. Da gehe ich wieder rüber. Ja, geht ja lange. Oh, warum kommen die zu mir rüber? Hallo, Gnolle. Siegelt euch mal gegenseitig. Pass nur auf, dass sie bei dir da nicht durchkommen. Hier kommt, glaube ich, keiner durch, dadurch, dass so viele Fallen hier liegen. Moment, der heilt die Leute hier, ne? Der Hauptgoblin. Schamane. Jetzt kommen sie bestimmt gleich auf der anderen Seite raus. Hier ist nur noch einer. Oh Gott. Nee, ich glaube, auf der anderen Seite sind die Dinger, wo die rein wollen. Ach, ist das war's? Dann sind es ja nur zwei Seiten, die wir beschützen. Richtig. Dann ist es ja einfach. So, vorhersehbar. Oh, hier liegt ja ganz viel Geld rum. Boom. Ah, die Hobgoblin-Schamane sind natürlich toll mit ihren Heilfähigkeiten da hinten. Aber auch nicht wirklich an die ran. Bitte schön. Jetzt kann ich dich erstmal eine Weile nicht mehr heilen. Ja, ich hab's auch, weil dass ich heilen kann. Ach so, gut. Notfall kannst du dich dann selbst heilen. Boom. Ich glaube, eine. Hast du einen deiner Templer entfernt? Ach nee, da vorne steht er ja. Versuche ich dir mal ein bisschen zu helfen. Prügelt nämlich sich da gerade mit zwei Ork-Viechern. So, das war's. Kriegst du den einen da hinten? Ich renne ihm mal schnell hinterher. Ja, ich mach schon. Das war er.
Geld, ja. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Schubdidu. Ach Gott. Okay, jetzt haben wir endlich mal Zeit, wieder ein bisschen aufzuräumen. Dann packe ich hier einfach in die Mitte noch Sachen. Hier müssen sie ja alle dran vorbei. Wenn du hier ein paar Bodenfallen hinmachst, müsste das gut klappen, oder? Ja. Falls jemand durchkommt, platziere ich ganz hinten Bärenfallen. Erstmal hier. 2, 3, 4. Das sollte erstmal reichen. Ja, Bogenschützen sind hier doch nicht so nützlich, aber naja. Ist der Nachteil, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Keine Beine, keine Schokolade. Keine Beine, keine Schokolade. Was? Why not? Ich meine, von mir aus okay, aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. So, dann platziere ich bei dir hier auch mal einen. Ist falsch rum. So, ich habe keine Punkte mehr. Ich wäre soweit. Warum denn so ernst? Erstmal schön gegenseitig angreifen. Hey, du bleibst schön hier. Der Ogre will irgendwie keinen Schaden kriegen hier. Ich weiß nicht warum. Ja, hier sind so viele Schamanen noch rumlaufen. So. Die können sich gegenseitig auch verletzen, die hauptkommenden Schamanen. Ich dachte, die können nur heilen. So. Bist du eigentlich noch da? Ja, ja, ich bin da. Ich bin gerade höchst konzentriert. Gut. Man weiß ja nie, es kann ja Kommunikationsprobleme geben. So. Puh. Das war eine ganze Menge. Mal einen hin. Oh, schnell wieder zurück. Ich habe wieder vergessen, dass man rennen kann. Kommst du nicht durch? Autsch, schon ist er durchgekommen. Schöne Tode hintereinander. Okay, der Bogenschütze ist schon drauf gegangen. Aber die beiden Ogre habe ich beieinander. Ja. Oh. Got it. Sehr schön. Moment mal. Spawnt der Bogenschütze auch wieder? Ja. Irgendwann mal? Jetzt. Oh. Ey, ich muss sie heilen. Ah, okay. Sonst nur die große Pause. Gut. Ich dachte, die respawnen wieder Welle. Wenn du was hast, ist es ja okay. Das werden langsam ganz schön viele. Oh, oh, jetzt kommen die Sumpftrolle. Jetzt übernehme ich einen von denen. Haut in den anderen. Wie sie einfach beide Paladin gerade platt gemacht haben bei mir. Die Paladin ist down? Ja, ja. Der Sumpftroll hat sie platt gemacht. Aber ich übernehme ihn immer wieder. Ist das nicht ganz so schlimm.
Das Problem ist halt, dass sie sich so schnell regenerieren, dass ich nichts machen kann gegen die. Ich kann die hinlegen. Dann okay, sehr gut. Weiter. Ja, ich kann sie nur übernehmen. Dann bauen sie sich halt gegenseitig so ein bisschen. Aber ich mache zu wenig Schaden, um sie zu töten. Ich kann dich dann mal wieder hinfallen lassen. Ja. Na, du machst ja auch wesentlich mehr Schaden. Ich hab halt die Kontrolle über Gegner, wenn es sein muss, aber du kannst, machst Schaden, killst sie einfach alle. So, hier kommt ihr nicht durch. Es gibt ja hier keine schnellen Gegner. Ist alles okay. So. Sind wir nicht? Kann doch gar nicht sein. Knochentiefe Reinheit. Knochentiefe Reinheit, ups. Das geht eh nicht anders. Gut, einziger Nachteil, ich habe keine Bodenfallen. Aber ansonsten läuft's doch. Ach, aber die Paladine, die haut schon ordentlich weg eigentlich. Das stimmt, das stimmt. Oh, hier liegt so viel Mana und Health rum. Sehr gut, ja, wenn ich was brauche, weiß ich, wo ich hin muss. Ja. Orks bestehen aus so vielen Teilen. Ich komme gar nicht durch die Barriere durch. Ist jetzt, glaube ich. Ja. Jetzt schaffen sie es. So viele Tote auf einem Haufen. Schießt euch mal alle gegenseitig ab, so ist gut. Ups, das hat verfehlt. Also bei mir ist eigentlich clear fast. Ja, bei mir kommen sie noch. Das ist entspannt. Außerdem sehe ich da ganz viele rote Flecke, aber die bewegen sich gar nicht. Ja, die werden bei mir von den Paladinen aufgehalten? Ja. Ja, gut. Die kommen da nicht durch. So. Oh, der eine ist gerade zum Skelett geworden. Durch die Säure. Der war ganz sauer. Ist nur noch bei dir was. Achso, bei mir, es läuft nur einer rum. So. Können wir hier überhaupt noch irgendwas hinlegen? Nee. Saurer Regen ist nichts dagegen. So viele auf einmal. So viele auf einmal? Am schlimmsten sind immer noch die Magier. Was? Die, ja, also mit denen komme ich gut klar. Die nerven aber meist. Für mich sind nur Sumpftrolle wirklich gefährlich. Weil ich denen keinen Schaden mache. Also nicht genug. Dadurch, dass ich hier ein bisschen mehr Fernkampf habe als wir, kann ich mit den Magietypen umgehen. Aber zu viel Health ist ganz schlecht. Da sind sie alle auf einem Haufen. Wie der Tempel einfach alle platt macht um ihn herum. Oder der Paladin. Ja. Fast das Gleiche. Ich finde, das lohnt sich total, die 1200. Ja. Für so ein Vieh einzusetzen. So. Wie viele waren das jetzt? So, bei mir ist clear. Da muss alles gewesen sein. Hui. Ich lass das mal kurz hier. Bereit zu dienen. Bereit zu dienen. Los geht's. In eine Richtung. Letzte Welle. Letzter, ja. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Ich dachte gerade, meine Bärenfallen hätten das Spiel zerstört. My fault. Eine harte, aber gerechte Lektion.
Wie lange die eingefroren sind durch die Bärenfallen. So. Oh oh.